Hallo Leute, heute hier ein Elektrotraining in 5 Minuten. Ja, Batteriewechsel von diesem Ford, da geht nichts mehr, der läuft nicht mehr. Da muss die Batterie getauscht werden und wie das genau funktioniert, zeige ich euch jetzt. So, also wir haben hier diese Batterie verbaut und die muss jetzt zuerst mal hier raus. Zuerst mal wird diese Halteklammer hier oben wird entfernt. Dazu brauche ich hier eine Nuss oder einen Maulschlüssel. Wahrscheinlich wird es auf eine Nussel rauslaufen. So, also jetzt haben wir hier einen 10 mm und dann bauen wir hier mal den Haltebügel. Das wäre erstmal hier. So, jetzt haben wir hier diese Schraube entfernt und somit auch das hier entsprechende Halteblech können wir hier auch wegmachen. So, jetzt hier das Wichtigste, bevor wir jetzt hier das Abklemmen anfangen, immer irgendwie versuchen, eine oder zwei Autotüren offen zu haben. Weil wenn hier was schief geht, dann kann man das Auto nicht mehr bewegen und so könnte man Gang noch raus und so weiter und sonst noch irgendwas machen. Deswegen immer schauen, irgendwie Tür aufmachen. Oder offen lassen, besser gesagt. So, dann war welcher Pol zuerst, entweder hier der Plus oder Minus, was ist hier sinnvoller? Und wichtig, starten mit Minus, weil wenn ich jetzt hier von Minus auf die Karosserie komme, passiert nichts, wenn ich jetzt hier vom Plus auf die Karosserie komme, hier macht es was. Also somit hier passiert gar nichts, deswegen fange ich jetzt zuerst mal mit Minus hier an. Das ist hier ein bisschen fummelig, hier reinzukommen, diese Schraube hier von der Klemme hier loszuschrauben. Ich kenne auch diese Batterie, wurde noch nie gewechselt, also das ist hier noch die erste, die hat die 170.000 Kilometer geschafft. Ja. Mal mit dem Pol. So, die Batterie ist jetzt hier offiziell weg. Und so, jetzt kann man hier das da nach oben heben, dann geht das hier so wie so ein Karton auf.
So. Jetzt ist das hier so offen. Jetzt kann man das. Tut uns ja wesentlich leichter, dass wir das rausbekommen. Aber das wird kein leichter Weg. Das habe ich das schon mal gesagt, weil das ganze Teil extrem schwer ist. Oh, wie ich diese kleinen Kackautos aussehe. Also, Batterie ist draußen. So, jetzt kommt der entspanntere Teil, neue Batterie rein. Und in dem Fall hat der Kunde gesagt, er möchte eine kleinere Batterie drin haben. Also die, soll ich sagen, die hat er schon mitgenommen und die bauen wir jetzt hier entsprechend ein. Ich habe abgeraten, weil das ein normales Auto ist mit Start-Stopp-Automatik, also sprich, man braucht eine Batterie, die auch für Start-Stopp geeignet ist. Hat die jetzt nicht, aber die hat irgendwie noch so rumliegen gehabt und die möchte jetzt einregen, die möchte recht gern sparen. Der Kunde, den ich da habe, und ja, mir soll es egal sein, ich habe es ihm gesagt, Start-Stopp. Hat er gesagt, okay, Start-Stopp ist in dem Fahrzeug defekt. Nach seinen 8 Jahren hier Start-Stopp defekt, habe ich gesagt, okay, ich bin kein Freund von Start-Stopp, also mir ist es egal. Und jetzt kommt hier eine ganz normale, eine kleine kommt jetzt hier rein, ich zeige es euch mal. Das ist ja auch eine. Eine alte gebrauchte, das ist eine 50 Ampere Stunden Batterie. Aber naja, wenn er es haben möchte, soll er es haben. Mir ist es wurscht, ich habe ihm abgeraten, aber naja, ich mache alles. So, dann geht die hier rein. So, dann geht es hier wieder ans Anklemmen der ganzen Geschichte hier. Zuerst wieder Plus, dann Minus, ist hier sicherer. So, steuergerechte fahren schon wieder hoch. So, jetzt bloß nicht hier nicht nirgends ankommen. Hätte man jetzt natürlich vorher so festschrauben sollen. Das war jetzt ja mein Fehler. So, und jetzt hier der Minuspol. So, jetzt kommt noch das Halteblech und dann ist die Kiste wieder hier einsatzfähig. Das müssen wir nur noch machen, weil die ist ein bisschen kleiner, dass die schön mittig hier drin ist. Jetzt wird die mit dem Halteblech hier sauber fixiert.
Jetzt kommt hier das Halteblech her. Und jetzt verspannst der da natürlich entsprechend, und selbst so eine kleine Batterie hier . So, und jetzt hoffe ich, dass die jetzt hier sich nicht mehr bewegen kann. Nee, das kann sie nicht mehr. Also jetzt passt das Ganze. So, passt. Kiste ist eingebaut. Jetzt machen wir hier mal Probe aufs Exempel. Startet die Kiste. Also, Motor läuft und ja, damit würde ich sagen, war ein erfolgreicher Austausch dieser Batterie. Jetzt habt ihr gesehen, wie das Ganze funktioniert. Nicht recht dramatisch, aber trotzdem schweißtreibend. Hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, würde mich hier über einen Daumen hoch freuen. Hier oben könnt ihr abonnieren. Hier geht es für einen weiteren coolen neuen Video. Also macht's gut, tschüss und auf Wiederschauen. Euer Elektrotechnik in 5 Minuten. Alexander Elektrotechnik in 5 Minuten. Tschüss.